Voll blöd, dass das Popcorn immer schon vorm Film leer ist. Ja. Judith, schön, dass du da bist. Hallo, das ist meins. Ja, ich freue mich voll auf Knives Out. Wie Knives Out? Das ist ein Thriller. Ich will viel zauberhafte Schwestern sehen. Ich auch. Ja, komm. Na, dann gucke ich es halt ohne euch an. Schwäbisch Hall, was geht? Und damit herzlich willkommen zur ersten und einzigen Wochenshow in Schwäbisch Hall. Ja, Judith, das ist das erste Mal, haben wir die Wochenshow dreht und jetzt endlich mal mit dir. Ja, diesmal habe ich es auch hierher geschafft und natürlich passend zur Location gibt es heute etwas zu gewinnen. Genau, aber mehr dazu irgendwann im Video. Ja. Unsere Top-News in Schwäbisch Hall. Das Parkhaus Landratsamt hat er jetzt geschlossen, wird ja saniert. Endlich werden die Parkflächen ein bisschen breiter und deswegen unbedingt darauf achten, wo ihr jetzt parken könnt. Und vorgestern war ja Dreikönigslauf, es gab einen Melderekord. 3181 Läuferinnen und Läufer sind mitgelaufen. Richtig krass, habe ich auf Instagram gesehen. Genau, da war ich ja nämlich da. Ja, währenddessen war ich und Sascha im Schnee. Also Nils, jetzt gehen wir langsam, oder? Ich glaube, das sind Schnee in Grabenburg, keine so gute Idee. Ja, aber ich muss doch jetzt gehen. Wo bist du? Gehen. Hol dich raus. Heim. Hol da raus. Sascha! Mensch, Nils, es muss aber mega kalt gewesen sein. Ja, also die Rolle von Olaf bei der Eiskönigin möchte ich nicht spielen. Nee. Apropos, morgen gibt es dann wieder zwei neue Kinofilme. Wir durften ja einen schon sehen. Mhm. Vier zauberhafte Schwestern, perfekt für Teenie-Mädels. Und Knives Out, Mord ist Familiensache mit Daniel Craig. Ein richtig gutes Drama. Und Thriller. Mhm. Kommen wir doch am besten zu unseren Event-Tipps. Ja, am Freitag um 20 Uhr ist Dui, Do und das Sell im Neubausaal. Schwäbische Comedy. Ja, schwäbische Comedy. Und um 22 Uhr geht es dann in der Kantine weiter mit Golden Age Black Music Flashback. Oh mein Gott. Das lassen wir einfach so drin, weil kriegen wir das eh nicht besser hin. Das ist ein Zungenbrecher. Mhm. Ja. Ja, und am Samstag ist mit Sicherheit für jeden was dabei. Um 17.30 Uhr geht es nämlich los mit dem Winterfeuer beim Klimenhof in Gallenkirchen. Und da kann man sicherlich seine alten Christbäume verbrennen. Um 18 Uhr ist das Neujahreskonzert vom Stadtorchester in der Kulturscheune. Ja, und um 20 Uhr wird es dann ein bisschen ruhiger mit einem schönen Konzert mit Triosens in Hospitalkirche vom Konzertkreis Triangel. Um 21 Uhr ist Forever Young Tanzabend im Club Alpha für die reife Jugend. Ja, und um 21.30 Uhr ist Bonita Loca im Barfüße. Das wird, glaube ich, ziemlich spanisch. Ja, und Sonntag, für alle, die heiraten möchten, ist die Hochzeitsmesse. Ich muss schauen, von 11 bis 17 Uhr beim Landhaus Wolf. Oh, Judith, das Gewinnspiel müssen wir machen. Das Gewinnspiel. Judith, was gibt es heute eigentlich zu gewinnen? Also, mit Vollmond spricht man nicht. Mhm, richtig. Okay. Gut. Also, es gibt heute 2x10 € Kinogutscheine vom Lichtspielhaus. Am besten mit dem Hashtag Lichtspielhaus. Und kommentiert doch hier, welcher Lieblingsfilm ist eurer. Ihr müsst natürlich dazu noch unsere Seite geliked haben und den Beitrag liken. Dann nehmt ihr automatisch am Gewinnspiel teil. Und es gibt sogar noch ein zweites Gewinnspiel heute. Und zwar eine Powerbank von der WFG. Ach was. Ja, wie ihr da gewinnen könnt, am besten Hashtag Powerbank. Oder WFG. WFG, gell? War's. Schau. Na okay, dann eben mit dem Hashtag WFG. Ja, dazu müsst ihr natürlich auch wieder unsere Seite geliked haben und den Beitrag geliked haben. Dann nehmt ihr automatisch am Gewinnspiel teil. Falls ihr alles nochmal nachlesen wollt zu den Veranstaltungen, dann guckt doch auf hallerleben.de vorbei. Und dann würde ich sagen, folgt uns auf Instagram, folgt Judith auf Tinder und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Also, Nils, erstens kann man auf Tinder nicht folgen und zweitens habe ich kein Tinder. Hä, wie, du hast kein Tinder? Nee. Wer ist denn das hier? Nils, das ist Horst, 50 Jahre alt und hat nur eine Buchse an. Hä, Judith, das bist doch du. Nein. Also, was? Also, klar, seht doch.